Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold. Ich befinde mich immer noch hier in meiner kleinen Ecke und werde mich dann jetzt mal aufmachen und mich hier ein wenig umsehen. Ich glaube hier unten, ja genau, hier geht's in den Garten. Da wollte ich mich ganz gerne noch umschauen, wenn das möglich ist. Jetzt muss ich nur gucken, dass mir hier keiner über den Weg läuft. Ich werde hier, wenn möglich, alles abdunkeln. Ich habe zwar nicht so furchtbar massig an Wasserpfeilen, aber kleinen Moment, ich muss meinen Timer wieder einstellen. Aber, oh Gott, der kommt hierher, richtig? Hey, you're over there. Ja, der kommt hierher, wundervoll. Dann lade ich einfach nochmal neu. Weil YOLO und so. Ah ja. Palim, Palim. Ich wollte mich ja noch unten in den Garten umschauen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade aufgehört habe. Das tut mir leid. Ich bin ein wenig abgelenkt worden von dieser dämlichen Wache. Oh, ein Wasserfall. Richtig, damit hatte ich... ich hatte gesagt, dass ich alles hier ein bisschen abdunkeln möchte, auch wenn ich jetzt nicht massig an Wasserfällen besitze. Compendium of Nature, Natural Magic, Chapter 15, also 15. Tatiana's Flowers. Und das ist irgendwie so ein... These flowers grow primarily in... Und das ist irgendwie so ein Bericht über diese komischen Pflanzen. Ich weiß nicht, ob es diese hier sind, aber... über irgendwelche komischen Pflanzen halt. Okay, was haben wir hier? Ein Wasserfall. Sehr schön. Ist das alles? Nur der Wasserfall? Ich krieg gerade irgendwie Durst, wenn ich das sehe. zu. Okay. Upsi. Lassen wir die Tür noch ein bisschen zu, bis der da von dannen geschritten ist. Ja, jetzt habe ich wieder 11 Wasserfälle. Haha. Ach nee, nur weil ich gerade 2 eingesammelt habe, richtig? Ach, ich weiß es nicht. Okay, hier muss man ein bisschen aufpassen. Weil diese bösen, bösen Fliegen, die tun einem nämlich weh. Upsi. Ah. Und, go! Go, go, go! Nein, aua, aua, aua! Mist, ich bin hängen geblieben. Verdammte Scheiße. Ach man, ich krieg noch meine ganzen Healing Potions hier verbraucht. Ohne Witz. Ah ja. Na gut, was soll's. Hauen wir weg, die Kacke. Wofür hat man sie denn, hä? Hä? Oh, ah. Druckplatte. Aber wofür? Hä? Oh Gott, ich bin so dämlich. Ich bin so ein neugieriges Stück und wollte einfach unbedingt wissen, wofür diese dämliche Druckplatte gut ist. Oh mein Gott. Oh, ich bin so dumm. Oh Mann, scheiß drauf. Okay, Garten. Richtig, ich wollte gerne runter in den Garten. Blümchen gucken. Und nein. Pfui. Diese ätzenden Druckplatten, Mann. Geh mir auf Biss. Hier ist, glaube ich, noch irgendwo eine, oder? Ach, keine Ahnung. Überlebe ich es, wenn ich hier runterfalle? Ah! Okay, hat sich erledigt. Garten, Garten, Garten. Wo ging es nochmal in den Garten? Ich glaube, hier hinten rum, ne? Irgendwo da. Ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit am Mikro vorbeigeredet. Das tut mir leid. Garten. Hier? Ich glaube, hier war's. Und jetzt laufe ich einer Wache genau in die Arme. Nein, tue ich nicht. Come out! Oder doch? Oh, Facebook. Ja, sieht so aus, als würde ich hier doch direkt, oder? Dreht er wieder rum? Oder ist irgendwo reingegangen? Keine Ahnung. Garten? Garten?
don't know where the fucking garden is. Was denn? Was denn? Was denn? Lass mich. Ja, grummel du mal was vor dich hin da, ey. Ah, und tschüss. Hier unten kriegt ihr mich nicht. Okay. Ja, es ist irgendwie... Ich habe das Spiel verlernt. Keine Ahnung. Es ist einfach ganz schrecklich im Moment mit mir. Ich weiß. Das ist wirklich nicht der Sinn dieses Spiels. Aber... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Spiel überhaupt irgendeinen Sinn hat. Gab es denn nicht irgendwas zu holen? Oh, cool. Hier geht's weiter. Wasserfall. Und... Uff. Okay. Kann ich es wagen hier? Komm schon! Raus! Kannst du hier nicht raus? Ist das zu hoch? Offensichtlich. Mist. Muss ich doch wieder zurück. Oh, das ist noch ein Wasserfall. Ich wusste doch, hier gab es irgendwas zu holen. Gib mir das. Hier gab es doch bestimmt auch noch irgendwo was. Ja, da ist noch einer. Dann gab es ja aber doch bestimmt auch einen dritten. Hier so um den Pfeiler rum. Nein? Okay. Kurz Luft holen. Come on now, come on. Nö. Okay. Und hier unten ging es auch noch irgendwo hin. Okay, unter einer Brücke. Da ist noch ein Wasserfall. Das sieht doch ganz gut aus hier. Das sieht auch so aus, als würden die Wachen hier mich noch gar nicht bemerkt haben. Sehr guter Anfang, würde ich sagen. Da komme ich nicht durch. Ach, das ist gar keine Brücke. Das ist einfach nur so ein Durchgang. So, gibt es hier noch irgendwo Wasserpfeile zum Mitnehmen? Die kann ich nämlich immer sehr gut gebrauchen. Blub. Nein? Oh, wo bin ich denn hier? Ah, da ist noch einer. Tada, ich wusste es doch. Okay, aber wir gehen das Ganze... Au! Oh, Kopf gestoßen. Autsch. Ich glaube, wir gehen das Ganze mal hier nach der richtigen Reihenfolge durch, sag ich mal. Fange ich einmal hier an? Ich würde sagen, ich fange hier an, ja. Einmal in der Ecke verstecken. Was nichts bringt, weil hier kein Schatten ist. Puh. Okay. Pflanzen über Pflanzen, Mädels, Jungs. Upsi. Die Farbe meiner Tastatur aus Versehen umgestellt, anstatt zu speichern. Gab's doch auch irgendwo was zu holen, oder nicht? Ah, nein! Scheiße. Und wieder nasse Füße. Hey. Geh da raus. Ist ein Wachmann. Ich wette, der kommt hier durch. Wäre nicht so förderlich, wenn er uns hier sehen würde. Ich würde sagen, ich hau dann einfach mal hier. Ich gehe dann einfach mal hier rein. Hier ist... Genau. Ah, hier ist das Wasser, wo ich vorhin nicht rauskam. Okay, hier ist wieder ein... Kann ich hier hin? Ah, so. Okay, es hat auch irgendwie eine Auswirkung, was ich gerade in der Hand habe. Wenn ich natürlich Feuerpfeile in der Hand habe, sehen die mich schneller. Das war mir schon fast klar. Das war ja auch vorher schon immer mal so. Aber eigentlich dürftest du hier bei die Bäume nicht hinkommen, oder? Ach verdammt, warum höre ich die denn jetzt schon wieder nicht mehr? Oder? Ah, jetzt höre ich sie wieder. Ach, ich dachte schon. Irgendwas würde mit meinen Kopfhörern hier nicht stimmen. Okay. Ich glaube, hier kamen wir her. Konnten uns hier nur nicht sehr gut umschauen, weil wir prompt verfolgt wurden. Hui. Okay, der Kerl hat wirklich ein Faible für Pflanzen, das muss man schon sagen. Hier
wimmelt es nur so von Gewächs. In allen Variationen. An sich, oh, hallo. Habe ich ja nichts gegen Blumen, aber ich glaube, das hier ist mir ein bisschen zu viel. Zumal ich Pflanzen nicht so gerne habe jetzt gerade. Hat er denn mich jetzt entdeckt? Nee, oder? Nee, du kommst hier rein. Nein, er kommt nicht hier rein. Er läuft da hinten weiter, okay. Ich würde vorschlagen, ich laufe dir dann einfach mal, wenn ich das hier mitgenommen habe, hinterher. Du gehst da längs und kommst zurück. Das war mir fast klar. Das war mir so klar. Okay, warte, 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 warte. Ich mach das anders, ich mach das anders, ich mach das anders. Wie mache ich es? Fleischbomb. Fleischbomb. Nein. Da. Nein, nicht schon wieder. Ich krieg zu viel. Aua. Oh nee, ich bin doch schon fast tot, Mann. Ich bin doch schon fast tot. Ah, du hast noch was am Gürtel hängen. Gib mir das. Nein! Ich will doch das Zeug an deinem Gürtel haben. Gib mir das. Danke. Das ist mein Blut, verdammt. Mein wertvolles Blut, was du hier vergossen hast. Ja, ist mir egal. Drei Balken habe ich noch, das muss mir reichen. Okay, war hier nicht noch das? Ein Moospfeil? Oh mein Gott, ein Moospfeil. Oh, ich habe so drauf gewartet. Allerdings, mit einem komme ich leider nicht allzu weit. Das heißt, es wäre schön, wenn hier noch ein, zwei andere wären. Oh. Okay, da komme ich nicht weiter. Ah. Hey, geh auf. Sternförmiger Raum. Noch ein Stern. Sieht so ein bisschen nach Labyrinth aus, finde ich, oder? Mr. Constantine, I do hope that your final renovations have met with your approval. Achso, ja, da steht irgendwas von Lionel Carthman, der quasi Architekt ist und das Ganze hier zusammengebastelt hat und der Constantine jetzt geschrieben hat, in der Hoffnung, dass er mit den ganzen Arbeiten zufrieden ist. Und Raquel's Tome of Magic Introductions. Der hat irgendwie viel mit Magie am Hut, kann das sein? Da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was da drin steht, wenn ich ehrlich bin, aber es scheint dann wahrscheinlich gar nicht so wichtig zu sein. Okay. Zumindest konnten wir noch ein bisschen was mitgehen lassen. Sehr schön. Wieder zumachen. Und hier? Ist da noch irgendwas drin? So. Zum Mitnehmen vielleicht? Upsi. Wah. Auch nicht? Nein, schade. Okay. Oh, was haben wir hier? Oh. Pong. Wie immer, Tür vor die Nase gekloppt. Ah, Bingo. Ich wollte schon sagen, es bringt ja nichts, wenn ich hier reinkomme, aber hier nichts zum Holen ist. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die zwei Wachleute jetzt die einzigen waren, die hier rumgesprungen sind. Aber ich würde sagen, dann mache ich mich mal auf den Weg zu den anderen Abschnitten des Gartens. Wo sind wir hier? Dunkle Stelle, speichern. Wichtig. Speichern. Sehr, sehr wichtig. Hi. Auch nichts zum Holen. Schade.
Ah! Eine Tür. Komme ich da irgendwie hoch? Halten da oben Seilpfeile? Wartet. Einmal kurz speichern. Und... mal kurz mein... Aha. Entschuldigung. Mikro umgekippt. Ganz kurz testen, ob da oben irgendwie Seilpfeile halten oder ähnliches. Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Komme ich hier denn so hoch? Nein, natürlich nicht. Ach Mann. Nein, da komme ich nicht hoch. Gut, keine Ahnung, wofür die Tür dann da ist, aber da ist doch noch eine Wache. Gut zu wissen, dass sie da ist. Wenn sie auch keinen Sinn hat. Komme ich hier nicht gerade hin? Natürlich, hier komme ich gerade her. Kommt die Wache hier längs? Dann könnte ich sie nämlich direkt niederknüppeln. Ja, schön. Hey, Überraschung. Und gute Nacht. Dann kann ich die hier hinten in die dunkle Ecke verfrachten. So, hier so, mitten in den Gang, so, so, zack. Bams. Ich hoffe, hier kommt keiner längs. Moment, speichern. Und... ah, eine Mine. Schön, schön. Und eine Blitzbombe. Ach, die Leute wissen, was ich brauche. Das ist schön. Hier komme ich wieder zurück. Das wollte ich ja nicht. Da komme ich auch gerade her. Hier komme ich... geht's nicht weiter. Da war dieser... okay. Dann würde ich sagen... geht's hier weiter? Dann ist noch eine Wache. Mensch. Die schießen ja hier wie Pilze aus dem Boden, du. Ach, hier war die Brücke. Okay. War hier noch irgendwo ein Moospfeil oder sowas? Ich finde, hier auf dem Boden sieht man die immer ganz schlecht. Ey. Nicht hängen bleiben. Oh, upsi. Moment mal, hat er mich nicht gesehen? Ja doch, natürlich hat er mich gesehen. Wollte schon sagen, es hat mich jetzt schwer gewundert. Ich glaube aber hier hinten ging es weiter. Hui. Richtig, hier ging es weiter. Hier, das ist ein sehr... ach, da wäre ich auch anders hingekommen, sehe ich gerade. Oh, wah! Na, kommst du hier rüber? Kommst du hier rüber? Ha? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Schaffst du nicht, ne? Okay, wo sind meine Minen? Da, lauf rein. Und? Hi. Komm schon, komm hier rüber. Los. Och Mann, warum bist du nicht in meine scheiß Mine gelaufen? Naja, was soll's. Ist eigentlich auf... ach, hau ab. Ist eigentlich auch vollkommen egal. Vollkommen Schnurzpiepe. Hier ist noch eine wunderschöne große Tür, die in einen sehr, sehr interessanten Teil dieses Hauses führt. Ich hoffe, das war diese Tür. Ach nee, die war das gar... ah, nein. Nein, das ist, das war was anderes. Da muss ich so einen komischen Hebel für betätigen. Punk. Hier nämlich ist ein Teil des Levels, beziehungsweise ein Teil des Hauses, den wir im späteren Verlauf des Spiels noch einmal wiedersehen werden. Jetzt allerdings ist hier erstmal wunderschönes goldenes Zeugs zu holen. Ja, wie gesagt, diesen Teil des Hauses werden wir später noch einmal wiedersehen. Durch diese Tür komme ich jetzt noch nicht durch. Was sich hinter dieser Tür befindet, werden wir aber auf jeden Fall auch noch rausfinden. Seid also gespannt, wie es weitergeht. Nee, momentan kommen wir da nicht durch. Man darf gespannt sein. So, wenn der Kerl jetzt so nett wäre, sich mal zu verpieseln, dass ich da diese komischen Knöpfchen drücken kann. Oh, er ist in die Mine gelaufen. Sehr schön. Hattest du noch irgendwas dabei, was mir irgendwie gefallen könnte? Nein? Okay, da du sowieso schon tot bist, kann ich dich jetzt hier auf den Fluss schmeißen. So, tschüss.
Hier, genau. Der Kerl hier, der uns so nett die Zunge rausstreckt. Das ist ein Schalter, den man betätigen kann. Dann geht hier dieses Tor auf und jetzt wird's lustig. Kein Moment. Es wird eine lange Schwimmpassage. Deshalb... Go! Aber pack bitte deine Waffe weg, dann bist du ein bisschen schneller. Oh! Oder auch nicht. Er ist genauso langsam wie sonst. Oh, komm schon! Ja. Die Strömung ist auch nicht gerade hilfreich, weil die irgendwie nicht vorhanden ist. Beziehungsweise ich habe immer die ganze Zeit so einen dezenten Rechtsdrall. Puh, geschafft. Okay. Hier speichere ich noch einmal kurz. Für den Fall, dass wir irgendwann mal zurück möchten oder müssen. Und... Bonk. Komm schon, raus hier. Würdest du bitte... Dankeschön. Stonehenge in klein. Mit einem Lufttrank. Den man jetzt nach dieser Schwimmpassage findet. Das ist sehr genial eingefädelt, muss ich sagen. Sehr, sehr genial. Was uns aber überhaupt nichts bringt. Das sieht alles so ein bisschen aus wie so eine kleine Wasserpipeline hier sozusagen. Soll aber eigentlich einen Fluss darstellen. Who is there? Is someone there? Nein. Oh, well. It was nothing. Hello? Is someone there? Nothing make a noise now. Nein. Okay, sorry, wenn ich gerade ein bisschen still war. Aber den Typen hier muss ich leider auch ausschalten, deswegen hat nämlich ein Eintrag an der Tasche. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Einzige ist, der hier rumläuft, aber ich hoffe es einfach mal. So. Dann einmal speichern. Und dann fangen wir doch mal an, uns hier ein bisschen umzusehen. Aber erst im nächsten Part, weil ich schon wieder bei 22 Minuten bin. Also, jetzt wird es auf jeden Fall sehr interessant. Ihr dürft gerne beim nächsten Part wieder vorbeischauen. Wenn euch dieser Part wenigstens halbwegs gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen rauf geben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Kommentare sind natürlich auch immer gern gesehen. Abonnieren nicht vergessen. Unten unter dem Video könnt ihr mich abonnieren. Oder schaut auch gerne mal auf meinem Kanal vorbei und vor allem schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin, unter anderem mein Facebook-Link. Da könnt ihr auch gerne bei mir vorbeischauen. Da sind immer die neuesten Videos und wichtige News und bla. Und Stuff aus meinem Real Life teilweise auch. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin. Ciao.